Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Mutu Fuzzi. Heute sind wir wieder mal bei Servi Honda hier in Fuentirola. Besten Dank an Servi Honda in Fuentirola für diese Probefahrt. Und heute fahren wir die neue Honda CB500X Probe im Baujahr 2022. Die hat ja einige Änderungen, wie ihr schon sehen könnt. Und darüber reden wir gleich nochmal. Ich bin ja bereits die CB500F Probe gefahren. Das Video könnt ihr hier sehen. Und jetzt schauen wir mal. Ich bin ja etwas vorbelastet. Und zwar hatte ich ja bereits eine CB500X gehabt. Vor, glaube ich, 2 Jahren oder so. Oder war es 1 Jahr? Weiß ich gar nicht mehr. 830 Sitzhöhe ist schon wieder ziemlich hoch. Ja? Ich glaube, meine hatte noch 820. Die ist wohl jetzt etwas höher gekommen. So, ja, also die neue CB500X 2022 hat sich ein bisschen was verändert, also nicht sehr viel. Wir haben vorne jetzt zwei 296er Scheibenbremsen und vorher hatten wir nur eine, hinten haben wir eine 240er. Und jetzt schauen wir mal, was haben wir noch als Änderung. Achso, wir haben eben die Showa Upside-Down Federgabel vorne, Teleskopgabel vorne. Und Scheibenbremsen. Dann haben sie hinten irgendwie an der Schwinge noch was verändert, meinte wohl der Luis. Aber ansonsten, Farben haben sie verändert. Irgendwas war doch noch, irgendwas vergesse ich immer wieder zu erwähnen. Wenn mir das noch einfällt, sage ich das. Aber jetzt habe ich schon wieder, ich glaube, ich habe schon wieder vergessen, was sich verändert hat. Aber schauen wir mal, ob sich da jetzt irgendwas geändert hat zu meiner alten 2019er CB500X. Ich will nur mal ein kurzes Stück Autobahn hier fahren. Eigentlich wollte ich gar keine Autobahn fahren mit dem Ding hier.
Aber ich will mal sehen, im Vergleich zu meiner alten, aber vielleicht liegt es auch wieder nur daran, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Fahrerfahrung jetzt habe, wie die Unterschiede hier sind. Und deshalb werden wir die kurz mal auf der Autobahn fahren. So, der liebe Luis hat gerade erzählt, die hat da gerade von der, oh, das Windschild hier schon schön zerkratzt, super, hat er gerade aus Marbella abgeholt. Ich hatte, glaube ich, das Windschild etwas höher bei meiner alten. Deshalb kriege ich jetzt sehr viel Wind hier ab. Da möchte ich mich darüber nicht allzu äußern, über das Wind und über den Wind und das Windschild. Und ich will nur mal sehen, wie die Performance hier ist, so bei 100, 110, 120. Da hatte ich nämlich letztes Mal irgendwie immer so ein bisschen Probleme gehabt. Also letztes Mal vor 2 Jahren, sage ich mal. So, wir haben jetzt Maximum Power. Maximum Power immer noch hier im 6. Gang. Doch hier wieder bei 110 fängt es ein bisschen an zu wackeln hier. Das hatte ich nämlich vorher auch gehabt. Da wurde mir dann immer gesagt, ja, ein Motorrad, das muss da wackeln und rattern und puffen und pengen. Aber das habe ich bei anderen nicht. So, okay, ja, es ist doch ein bisschen unruhiger bei 120 hier. Also, es ist doch ähnlich, sage ich mal. Es ist doch ähnlich, ja. Jetzt sagen wir mal so, es ist nicht ganz so bequem und komfortabel. Hier 120 zu fahren. Er macht das zwar. Aber irgendwie kommen da mehr Vibrationen und es fühlt sich insgesamt vorne alles etwas unruhig an. Und das ist bei dem eigentlich auch so. Vielleicht jetzt nicht ganz so stark, aber vielleicht nicht ganz so stark, weil ich vielleicht schon jetzt doch ein bisschen länger wieder Motorräder fahre und teste. Aber es ist da, also das wollte ich sehen, ob das immer noch da ist, dieses etwas unruhige Gefühl bei den etwas höheren Geschwindigkeiten und Drehzahlen, aber es ist immer noch da. Aber es ist jetzt nichts irgendwie super Schlimmes, aber man merkt schon, dass da ein Unterschied ist zu anderen Bikes. Das merkt man schon, ja. Das habe ich jetzt, diese Sache allerdings hier mit denen, habe ich jetzt bei der CB500F nicht so gemerkt. Ich glaube, die bin ich auch bei 120 gefahren. Da muss ich mir noch mal mein Video anschauen. Vom Sitz her, ja, konnte ich eigentlich bei der alten auch nichts sagen. Dass der bequem ist, kann man nicht meckern eigentlich. Ist ja auch immer wichtig dann für, gerade bei der CB500X, für größere Geschwindigkeit, für längere Entfernungen. Für größere Entfernungen, mein Gott. Ja. Und Spiegel sind auch okay alles. Wir müssen hier lang, ja. So, kurvenmäßig habe ich auch schon wieder das Gefühl, also jetzt kommt mal was Positives, habe ich auch schon wieder das Gefühl, dass die wirklich sehr gut in den Kurven liegt durch diese größeren Räder.
So, wir haben auch wieder ganz normal keine besonderen Helferlein. Das heißt, wir haben keine Traktionskontrolle. Wir haben nur ABS hier bei dem Ding an Bord. Das ist ja bei der 500er Serie. Irgendwann wird das ja auch sicherlich mal geändert. In naher Zukunft wahrscheinlich schon. Oh, schaut mal, wie die Wolken da über die Berge kriechen. Das sind so die, ja, halt das Notwendigste ist halt vorhanden, um wahrscheinlich den Preis hier ein bisschen zu drücken. Preislich, glaube ich, liegt sie jetzt bei 6.900. Und dann kommen noch diese Registrierung 250 Euro hier in Spanien dazu, also liegen wir irgendwie bei 7.150 oder sowas. So, ja, ist mal wieder schön, wieder auf einer 500X zu sitzen und jetzt die dann nochmal vielleicht mit der alten zu vergleichen. Ja, wie gesagt, so vom Fahren her hat sich ja eigentlich nichts geändert. Motor müsste gleich sein. Da haben sie ja wohl auch nichts dran gemacht und nur eben das Bremsen müsste anders sein. Aber ja, da ich nicht so ein wahnsinniger Bremser bin und so, merke ich das ja eigentlich auch nicht. Das merkt man ja dann vielleicht nur im Notfall, dass man vielleicht noch ein bisschen schneller zum Stehen kommt mit zwei. Aber ansonsten haben wir einen Bus vor uns und das ist natürlich ein bisschen Käse jetzt. Ja, ja, also kurvenmäßig, ja, fühlt sich so an, als würde sie auch wieder wie auf Schienen fahren. Also da kann ich überhaupt nichts sagen. So ein großer Reifen, das ist doch immer die Freude, die reinste Freude in den Kurven. So, jetzt haben sich die beiden Busse verkeilt. Jetzt haben sie sich verkeilt. Und jetzt ist kein Weiterkommen mehr. Ja, ansonsten, was haben wir noch zu sagen hier zu der 500X? Ich denke mal auch schon wieder, dass das eigentlich auch, ja, eigentlich ja alle 500er von Honda, da die ja auch genau 48 PS haben, sind die ja auch in dem A2-Bereich. Und das heißt, ich denke mal auch wunderbar für Anfänger geeignet. So vom Schalten her und so geht alles wunderbar. Und da kann man eigentlich nicht meckern. Und da muss man dann halt sehen, bei der 500X, die ist ja relativ hoch, ob man das dann will, ne? Wenn man jetzt noch Fahranfänger ist und so. Da waren generell bei mir das immer so, ich bin ja nur auch nicht der Größte mit 1,75. Und da sage ich, naja, kriege ich die Beine auf den Boden. Und hier, ja, muss ich auch schon tippeln. Jetzt, glaube ich, ist die Sitzhöhe noch mal etwas höher wieder in diesem Jahr gegangen. Und zwar wohl auf 830, ich glaube meine war 820, also bin ich mir ja nicht ganz sicher, aber ich denke mal, ein Händler hat mir gesagt, dass die wohl etwas höher gekommen ist. Eigentlich jetzt zu meiner, denke ich mal, hat sich nichts geändert, also so vom Gefühl her. Und wie ich sehe, hier mit dem Windschutz, mit dem Windschild, das war bei mir auch schon so, dass dieses Plastik sehr kratzanfällig ist. Okay, das ist hier so ein Demo-Bike und wahrscheinlich, da scheren sie sich dann auch nicht allzu sehr drum, ja, obwohl die ja hier nur irgendwie 200 Kilometer runter hat. Die hat schon die ersten Kratzer bekommen. Aber ja, bei mir, da war so ein Mini-Kratzer und da bin ich dann schon gleich wieder ausgeflippt. Ich bin ja immer so ein ganz Penibler. Und ja, wenn man da halt 7.000 Euro für bezahlt hat, dann will man natürlich auch, dass da keine Kratzer drin sind. Ja, so ist das. Mit der 500X, der Verkäufer hatte mich gefragt, ob wir auch ein bisschen Offroad fahren. Also er denkt, dass die auch sicherlich dafür ja ganz gut geeignet ist. Eigentlich ja wahrscheinlich eher auch von den Reifen her 80-20 so.
dass man 80% auf befestigten Straßen und 20% auf unbefestigten fahren kann. Das Nutzungsverhalten so ist von der. Ja, vom Schalten her, das erinnert mich halt alles eben an meine Honda. Wenn ich das jetzt vergleiche, ich vergleiche das ja immer gerne mal mit Kawasaki, weil ich denke, Kawasaki hat die beste Schaltung irgendwie. Das geht am weichsten, geht mehr wie Butter da rein. Und so, werden wir mal ein bisschen Power hier hochgeben. Und das ist immer besonders natürlich, wenn sie noch ganz frisch sind. Bei meiner hat sich das, glaube ich, auch nie so richtig gegeben. Aber die war ja auch nicht so alt, als ich sie verkauft habe, dass das Getriebe doch immer ein bisschen clunky ist. Also das, man muss es doch immer, das knallt immer, die Gänge knallen immer ziemlich rein. Ich weiß noch, dass ich bei meiner beim ersten Gang immer Probleme, also nicht immer, ab und zu mal Probleme so beim Ampelfahren und sowas hatte, wenn ich die in den ersten Gang reingelegt habe und ich bin noch gefahren, dass der dann nicht reinging. Und da habe ich bei meiner Kawasaki noch nie Probleme gehabt. Aber das sind so ganz kleine Unterschiede vom Getriebe, die man merkt. Und ja, ist nichts Weltbewegendes, aber das sind halt Sachen, die man merkt und die das dann vielleicht wieder auch für Anfänger einfacher machen würden, wenn es besser gehen würde, lieber Honda, ja. Auch hier die Kupplung habe ich hier auch gemerkt, dass die auch wieder ein sehr großes, also ein sehr kleines Spiel hat. Das heißt, nur in einem relativ kleinen Bereich, also ganz hinten, da kann man dann kuppeln und der restliche Spielraum ist mehr oder weniger vergeudet. Das sind immer so Sachen, die ich komischerweise besonders mal bei Honda feststelle. Bei anderen eigentlich nicht so, ja. Da gibt es ja auch Kupplungen, die kommen schon, weiß ich, bei der Hälfte oder so. Und wo man dann besser dosieren kann, das meine ich, ja, dass man dann besser dosieren kann. Ja, von der Federung her macht es auch einen sehr guten Eindruck. Das habe ich auch damals schon gemerkt, dass die wirklich wie so eine Sänfte über das meiste hinweg geht. Das ist wirklich sehr gut gefedert, so auch bei schlechteren Straßen. Und da tut einem nachher wahrscheinlich nicht der Hintern weh, wenn man auch mal so Offroad fährt und so. So, der Verbrauch übrigens soll laut Honda bei 3,6 Litern auf 100 liegen. Ich weiß noch echt, dass ich in meiner Einfahrphase bis 1000 Kilometer habe ich sogar um 2 Liter verbraucht. Also da bin ich sehr vorsichtig gefahren. Das war absolute Wahnsinn. Ich glaube, nachher habe ich dann so 2,5, 2,6 verbraucht. Aber ich bin halt auch nicht wie ein Henker gefahren, ganz normal. Und aber das fand ich schon erstaunlich, dass der bis 2 Liter, also laut Anzeige, ja, habe ich, glaube ich, gar nicht gemessen richtig. Ja, bis 2, 2, 1 und so weiter gefahren ist. So, irgendwo müssen wir jetzt hier ab, glaube ich, hier schon. Ne? So, hier sind wir nun mit der Honda CB500X. Ich kann wieder mal nichts im Display erkennen, deshalb kann es sein, dass ihr gar nichts sehen könnt, weil ich ganz woanders hinhalte, die Kamera. Das ist sie nun im 2022er Baujahr. Es ist wieder mal sehr windig. Ich hoffe, dass mein Stativ da hinten nicht umfliegt. Ja, wie dem auch sei, wir haben wohl zwei größere Änderungen. Einmal die Showa Upside Down. Teleskopgabel 41 mm, das haben sie verändert und dann haben wir jetzt noch stärkere Bremsen bekommen. Das heißt, wir haben eine Scheibenbremse,
dazu bekommen. Das heißt, wir haben jetzt zwei bei der ganzen 500er Baureihe, haben sie die jetzt eingeführt in diesem Jahr, in 2022. Das ist jetzt neu. Ansonsten hat sich wohl nichts geändert. Hinten an der Schwinge hat mir noch der Verkäufer gesagt, haben sie wohl irgendwas geändert. Was genau, weiß ich nicht. Und ja, sorry für meine Unwissenheit. Ich weiß, das wird von euch gleich wieder bestraft werden. Ich wollte sie einfach nur mal fahren, die CB500X, weil es halt ein Bike ist, was ich auch selber mal hatte vor 2 Jahren oder so. Ja, vor 2 Jahren hat sie dann irgendwie 1,5 Jahre oder so gehabt und habe sie dann eben für die Kawasaki Z900 eingetauscht, mehr oder weniger. Ist ja auch so ein bisschen für Offroading. Die Reifen sind ja ein bisschen grobstolliger, also ein bisschen besser geeignet eben fürs Gelände. Ist ja natürlich kein vollwertiger Ersatz, aber immerhin ja nicht schlecht, dass man sowas hat. Und ja, was haben wir sonst noch? Wir haben jetzt, die Sitzhöhe wurde angeblich auch etwas erhöht. Ich glaube, meine hatte 820, die hat jetzt 830 mm und wir haben 471 Kubik, Zweizylinder parallel, Zweizylinder Motor und haben da jetzt die mehr oder weniger die vollen 48 PS zur Verfügung, allerdings erst wohl bei 8500 und wir haben einen Drehmoment von 43 Newtonmeter, glaube ich, das steht schon bei 6500 an. Ja, das ist eigentlich alles. Die technischen Daten blende ich euch dann wieder ein. Wir machen dann weiter mit den Bedienelementen und mit dem Display. So, wir machen weiter hier mit den Bedienelementen auf der linken Seite. Zum einen haben wir da den Kupplungshebel, der geht sehr einfach. Da habe ich überhaupt nichts dran auszusetzen. Den kann man wirklich sehr einfach betätigen. Das ist die reinste Freude. Vorne haben wir auch noch dann den Lichthupenschalter. Dann haben wir den Lichtschalter hier mit Fernlicht und Abblendlicht. Wir haben die Hupe hier. Wir haben den Richtungsanzeiger rechts, links, in der Mitte. Sehr gute Qualität, alles die Kunststoffe. Und das war alles auf der linken Seite. Dann gehen wir rüber zur rechten Seite. Auf der rechten Seite haben wir einmal den Notausschalter. Wir haben einmal die Warnblinkanlage. Und wir haben den Starterschalter. Natürlich haben wir auch den Gasgriff und den Bremshebel für die Bremse vorn. Und der ist in 5 Positionen, glaube ich, einstellbar. Ja. Und außerdem haben wir hier bei Honda auch bei der ganzen 500er Baureihe verbaut ein Notbremssystem. Das heißt, wenn wir ganz stark bremsen, dann wird automatisch die Warnblinkeinlage eingeschaltet für ein paar Sekunden, damit man den Verkehr vorne und hinten warnt. So, dann haben wir das Display. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schlecht ablesbar, weil wir haben hier ziemlich große Sonnenbestrahlung gerade. Das ist das, was ich meinte vorhin, dass das teilweise nicht ganz so gut ablesbar ist. So, da haben wir ganz oben die Uhrzeit, dann haben wir links den Drehzahlmesser, den finde ich auch etwas klein, finde ich nicht ganz so schön. In der Mitte davon haben wir dann die Ganganzeige, rechts davon haben wir die Kraftstoffanzeige und da ganz rechts oben haben wir dann die Kühlmitteltemperaturanzeige, darunter die Geschwindigkeitsanzeige. Rechts unten haben wir dann so ein Multifunktionsfeld, das können wir verstellen. Und zwar können wir einmal die Umdrehung pro Minute uns anzeigen lassen. Dann können wir die Gesamtkilometeranzahl uns anzeigen und Trip A und Trip B haben wir da zur Verfügung. Dann haben wir auf der linken Seite auch noch ein Feld, was wir verstellen können. Da haben wir im Moment den Durchschnittsverbrauch. Dann haben wir die Liter, die wir verbraucht haben. Dann haben wir die Durchschnittsgeschwindigkeit, die Zeit, den aktuellen Kraftstoffverbrauch
Und das war's. Da sind wir wieder beim Durchschnittsverbrauch. Genau. Was wir auch noch einstellen können, wir können natürlich die Zeit einstellen. Da habe ich ein Video für euch. Das hatte ich mal auf meiner alten 2019er gemacht. Das könnt ihr euch anschauen. Und außerdem können wir auch den Bereich des Schaltblitzes. Der Schaltblitz ist ja hier, der anzeigt dann, wann man schalten soll, den Bereich und auch den Bereich, ja, wann er praktisch anzeigen soll, der Schaltblitz, den kann man auch noch verstellen. So, das war auch schon alles hier von meiner kurzen Probefahrt mit der neuen CB500X. Ja, mein Fazit dazu natürlich, was heißt natürlich, sehr positiv, wie das ja eigentlich alle Bikes von Honda sind. Die finde ich wirklich sehr prima. Was können wir noch dazu sagen? Wie gesagt, in diesem Modelljahr haben sich ja zwei, drei Sachen geändert. Das habe ich ja schon erwähnt. Ja, ansonsten, es fährt sich sehr schön. Die Kurven lässt es sich sehr gut fahren mit den größeren Reifen. Und wir haben eine sehr schöne Federung, die wahrscheinlich sich wunderbar auch bemerkbar macht, dann, wenn man über Stock und Stein fährt. Ja, ich denke mal, das war schon alles. Wie gesagt, ich habe auch eine Probefahrt zur CB500F für euch. Die könnt ihr euch auch noch anschauen, falls ihr nicht wisst, welche 500er ihr gerne haben möchtet. So, das war erstmal alles. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war euer Motorfuzzi. Bis dann. Ciao, ciao.